Hallo, hier bin ich. Mal wieder zurück, liebe Kameraden, Küchenfreunde, wie auch immer. Ich bin mal wieder hier in meiner Küche. Nach langer Zeit mal wieder ein Mr. Pink bereitet zu. Ein bisschen, wie soll ich sagen, lange her, ne? Habe ich ja schon ein paar Monate nicht mehr gemacht. Ich hatte so viele schöne Sachen, die wir mittlerweile hier wieder gekocht haben, aber ich hatte einfach keinen Bock, das hier wieder aufzubauen in der Küche. Ja, aber heute machen wir mal wieder was Kleines. Geht auch recht schnell. Ja. Und vielleicht fällt dem geneigten Stammzuschauer auch auf, dass ich nicht so nach da gucke, dass die Kamera nicht da oben ist, so auf dem Stativ, sondern sie steht direkt hier, quasi auf Tischhöhe, auf der Waschmaschine, weil ich habe ja diese andere Webcam nicht mehr, die ich auf das Stativ schrauben konnte. Jetzt benutze ich quasi die, die ich auch für die Streams nehme. Und die hat keine Schraubungsschrappläden, kein Gewinde. Das geht nicht. Ja. Und was machen wir heute? Ja, wir machen heute was ganz Fixes. Das esse ich in letzter Zeit relativ häufig, weil es einfach ist, weil es schnell geht. Es ist auch gesund, kostet nicht viel. Das ist ja auch immer so eine Sache. Und man kann ja viel variieren. Ja, und das Ganze hier, ich habe aufgerüstet, das nebenbei hier. Ich habe hier so eine Funkmaus. Jetzt kann ich, weil der Laptop steht ja auch auf der Waschmaschine. Ja. Und sonst stand der ja immer hier auf dem Tisch, aber jetzt steht er hier. Ich habe Funkmaus. Jetzt kann ich hier drücken. Ja, was machen wir heute? Ihr seht ja hier vielleicht schon so ein bisschen. Hier, wir haben hier Mais, wir haben hier eine Paprika, wir haben hier eine Gurke, Mozzarella und Cherrytomaten, Dackeltomaten, Wraps, fertigen Salat aus der Tüte, schon angefangen und auch schon eine angefangene Packung Hähnchenbrust. Denn was wird das? Ich mache einen Salatwrap mit Hähnchenbrust. Ganz einfache Kiste. Ja, normalerweise habe ich ja in letzter Zeit immer Eisbergsalat genommen oder irgendwelchen anderen Salat. Könnt ihr auch machen. Ihr müsst nicht das hier nehmen. Das ist hier so eine Salatmischung. Blattsalat, Rohkost. Ja, da ist so hier so normaler Blattsalat. Also hier so Eisberg in Grün. Dann ist hier so ein bisschen Rotkraut. Und dann ist hier aber auch noch so ein paar Möhrenstifte drin. Und Weißkraut ist auch drin. Finde ich ganz gut, weil sehr praktisch. Ah, Alfred, Hallöchen. Ja, der darf natürlich nicht fehlen. Ich weiß gar nicht, ob Amy schon da war beim letzten Mr. Pink bereit zu. Die macht aber gerade Schläfchen. Ja, eigentlich ist diese aufgeschnittene Kacke nicht so geil. Die hält sich ja auch nicht so lange, weil, wie gesagt, viele aufgeschnittene Salate und viele, viele Schnittkanten heißt viele, viele frische. An vielen Schnittkanten können sich halt viele Keime und Bakterien breit machen. Deswegen müsst ihr diese, wenn ihr so einen Salat holt, den recht schnell essen. Ja. So einen normalen Eisbergsalat, Kohlkopf, den kannst du, machst du ein paar Blätter ab, dann legst du den 2 Tage im Kühlschrank, machst du wieder 2 Blätter ab, legst du nochmal, den kannst du eine Woche im Kühlschrank lassen. Das hier glaube ich nicht. Ja, und eine so eine Tüte kostet bei Lidl 70 Cent oder so und reicht bei mir für eine Portion, beziehungsweise für einen Tag, ja, immer einen halben Beutel. Das sieht man ja hier ungefähr, die Hälfte ist raus. Ja, hier unten ist noch was drin, oben ist weg. So, das haben wir hier, schon mal eine Schüssel. Da tun wir das schon mal rein. So, dann haben wir auch gleich für unsere Schnibbelei einen Müllbeutel. So. Riecht schön. Riecht auch noch gut. So. Als nächstes nehmen wir Mais. Also ich nehme ja gerne Mais. Siehst du, Mais, lecker Mais. Lecker, lecker. Und Alfred guckt schön wieder nicht. Ja, sehr gut. Ja, Mais, so viel wie ihr könnt und wollt. Und im Übrigen, nochmal da vorweg, wir machen ja einen Wrap. Ja, wir machen jetzt hier einen gemischten Salat und diesen Salat hauen wir in einen Wrap rein und dann wrappen wir das rum, rollen das ein. Und ich habe jetzt gerade hier nur die kleinen. Ja, es gibt auch noch größere, die sind ungefähr doppelt so groß. Die gibt es bei Aldi, glaube ich, und bei Rewe. Die habe ich von Penny. Bei Penny gibt es nur die kleinen. Bei Lidl gibt es gar keine. Ja? Und wenn ihr halt eine halbe Tüte Salat nehmt, da halt noch ein bisschen Mais, Tomate, Paprika, Gurke reinschnibbelt, dann reicht das für 2 kleine oder so 1,5 große. Oder halt einen großen, da bleibt noch ein bisschen was über, das könnt ihr dann so noch so essen. Ja? Wir machen jetzt hier schon mal 2 Stück raus. Kurz zum Erhitzen, Aufbacken, naja, so eine Art Aufbacken in die Mikrowelle. Ach, hier 2 so eine Dinger, so eine Teigfladen. Da machen wir nachher den Salat drauf und dann wird das quasi so gerollt, ja, aber halt nicht so klein, sondern ein bisschen größer. So,
Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst, ja, ungefähr von der Menge. Wenn ihr für zwei Leute oder so machen wollt, dann könnt ihr gleich die ganze Tüte nehmen und dann halt ein bisschen mehr von den anderen Zutaten reinhauen und dann halt entsprechend doppelt so viele Wraps, ja. So, wir machen erstmal hier, wie ihr möchtet, so ein bisschen Mais rein. So, fertig. So, dann nehmt ihr eine Gurke. Könnt ihr schälen, könnt ihr aber auch Schale dran lassen, Schale gut. Für Scheibe. Das mache ich wieder besonders dicke Scheiben, weil ich das ja hier im Sitzen immer noch nicht wieder so gut kann. Ich habe euch das ja damals schon erzählt. So. Zum Verköstigen nehmt man schon mal ein Stück Salz. Aber könnt ihr das vielleicht sehen? Hier die Gurkenscheiben. Die nehme ich dann jetzt so, türme die einmal. Gurkenturm. Dann schneide ich einmal durch. Dann drehe ich 90 Grad und schneide nochmal durch. Habe ich gefüttert. Guckst du. Dann kannst du machen so Streuen auf Salat. Dann nimmst du ein Paprika, schneidest du ein Stück ab, schneidest du den Weißen raus, machst du Kerne ab, so, machst du schneiden Streifen, machst du Stückchen. Ja, das Ding ist jetzt auch, das gibt sich, das geht ganz gut auf. Wenn man so eine Paprika nimmt, die kann man ja auch ein paar Tage liegen lassen, die hält sich ja auch ein Weilchen. Ja, wenn man halt immer so, die wird dann zwar ein bisschen schrumpelig, aber die kann man noch essen, ja, ist noch gut. Und man kann quasi mit einer Dose Mais, einer Paprika, einer Gurke und einer so einer Tüte, kannst du mindestens schon mal zwei Salate machen, weil nach zwei ist bei mir ja der Salat alle. Und dann kann ich aber noch einen dritten Salat machen. Dann habe ich immer noch Paprika und immer noch Mais übrig. Ich habe jetzt ein bisschen große Stückchen geschnitten. Ich habe mir auch das kleine Wrappy. Dann machen wir mal ein bisschen kleineres Stück. Hier habe ich ein bisschen zu optimistisch. Also passt. So, kommt das auch noch damit rein. So, dann sind wir auch fast schon fertig. Jetzt gibt es noch ein paar Dattel-Cherry-Tomaten, diese kleinen. Man kann natürlich auch eine große kaufen. Ja, das habe ich auch gemacht anfangs, aber mittlerweile esse ich ja sogar Tomaten, der ein oder andere merkt, das fällt. Früher habe ich ja Tomaten nicht so gern gegessen, mittlerweile Tomaten schon gut. Man kann auch eine große Tomate nehmen und dann wie bei der Paprika sich immer so ein Stück davon abschneiden, aber das ist doof. So eine Paprika hat nicht so viel Wasser wie eine Tomate und so eine Tomate ist halt, die gammelt schneller. Habe ich festgestellt, so nach ein, zwei Tagen, dann ist es total leer. Ne, man kann die dann auch vielleicht noch im Kühlschrank tun oder so, aber nehmt einfach die, die halten sich, wenn sie am Stück lassen werden, sehr lange, auch die halten sich eine Woche fast, wie so ein Salatkopf, ja, oder wie die Dose mit dem Mais, wenn man sie in den Kühlschrank stellt. Die Tomaten brauchen aber nicht im Kühlschrank. Ja, dann mache ich da auch so Viertel Tomate und dann machst du rein. Ja, könnte man sogar auch nochmal so Achtel, das ist vielleicht sogar besser. Machen wir hier so Achtel Tomaten. Ja. Jetzt haben wir hier so drei Stück, dann machen wir noch einen rein. So. Wer mag, kann auch gerne noch Zwiebeln in den Salat machen, so ein bisschen. Ja, ich habe gerade keine, deswegen lassen wir sie weg. In der Regel mache ich aber auch keine Zwiebeln rein, weil Zwiebeln auch so ähnlich wie Tomate, wohl Zwiebeln schon noch etwas mehr, die halten sich auch nicht so. Ja, die schrumpeln dann auch so ein, dann lassen die die Scheiße schneiden. Würde aber gehen, die gammeln zwar nicht so sehr, aber die sind dann von der Beschaffenheit nicht so gut. Oder nicht mehr so schön. Und deswegen mache ich nicht so viel Zwiebel, beziehungsweise gar kein Zwiebel rein. So, wir haben jetzt hier ein bisschen Tomat. Dann machen wir noch einen Tomat. So. Hier ein bisschen Wasser auf das Brett, das können wir machen weg. In der Tüte. So, dann habe ich hier noch Mozzarella.
Ein Mozzarella hält bei mir auch so für zwei Salate, immer so einen halben mache ich rein. Ja, man kann den Sack, den Beutel aufschneiden, das Wasser abgießen, den Mozzarella rausnehmen, Hälfte also abschneiden, den wir da wieder reintun, dann ab in den Kühlschrank. Man kann aber auch das Wasser in ein Glas gießen und den halben Mozzarella dann da wieder reintun, wenn einem das so wackelig, schwabbelig ist, diese schwabbelnde Tüte offen in den Kühlschrank zu tun. Ja, nur so als Tipp. Ich mache die jetzt mal auf. Gehe Wasser abgieße. So haben wir abgegossen Wasser. Kannst du nehmen raus Mozzarella. So, schneidest du durch, Hälfte. Kannst du machen auch ganz, wenn du möchtest. Ich nehme nur halben, reicht dann für zwei Tage. So, wieder reingepackt. Dann mache ich so Scheiben. Ich habe mich gerade angeguckt hier an Kerze. So, habe ich die Scheiben gemacht. Stapel ich wieder zurück. Auf Stapel mache ich Stifte. Und dann mache ich Stifte in Stückchen. Ja. Schmeckt sich auch gut mit Tomate. Ein bisschen Salzöl drauf. Und Basilikum. Schmeckt ja gut. So. So macht man das auch mit rein. So, jetzt ist unser Salat quasi fertig. Jetzt machen wir noch ein bisschen Pfeffer. Salz. Umrühren. Ja, wer möchte, kann hier noch einen Schuss Öl reinmachen oder... Wie gesagt, noch Zwiebeln. Und jetzt allein haben wir schon eine gute Salat. Noch bessere Salat, wenn wir nicht genommen hätten Salat aus Tüte. Aber so ist schon gut. So. Kannst du machen, probieren. Schmeckt das gut. Köstlich Salat. Das war Schritt 1. Ja, geht sehr schnell, wenn man nicht so viel Palaver und Kalaver macht hier. Ich mache das innerhalb von einem Schüssel Salat 2-3 Minuten. Ne? So. Jetzt nehmen wir das Hähnchenbrust aus Packung. Ja, auch da eine Packung kann man da kaufen, hier so Hähnchenbrüste, Hähnchenbrustfilet kann man sich kaufen. Manchmal sind zwei drin, manchmal sind drei drin. Ich nehme immer die, wo drei drin sind, weil dann hält das für drei Tage. Wenn ihr mehr Hunger habt, dann einen Tag könnt ihr auch natürlich auch die nehmen, wo nur zwei drin sind. Dann sind die natürlich ein bisschen größer und dann habt ihr aber nur für zwei Tage was. Oder nur für einen, wenn ihr alles auf einmal fresst. Ja, ich habe jetzt halt eine genommen, die ist schon drei Tage. Also für drei Tage mit drei Stücken ist natürlich dann immer so eine Sache, wenn die dann zwei Tage offen im Kühlschrank ist, dann müsst ihr das natürlich auch jeden Tag hintereinander essen. Nicht, dass ihr dann jetzt hier das Fleisch eine Woche im Kühlschrank liegen lasst. Ach, jetzt mache ich mal wieder ein Salatding mit, weil von dem Gemüse her würde es ja gehen. Aber das Fleisch findet das, glaube ich, nicht so gut. Ja, und das ist jetzt, ich habe schon dran gerochen, es ist noch nicht schmierig, es ist noch nicht stinkig, die ist noch gut. Ja, nimmst du Hähnchenbrust, ja, da war so ein bisschen Geschleim dran. Ach so, hier von dieser Papp. Von dieser Aufsaugmatte, die da unten drin ist, also das ist ja noch gut. So, knallst du dich auf Teller. Ja? Und dann die Frage, kannst du machen, braten ein Stück, so lassen, groß, dick, oder du machst schneiden durch. Ich mach schneiden durch, weil groß, dick, außen verbrannt, innen noch roh. Verstehst du? Ja, deswegen nimmt man große Messer, drückt das ein bisschen platt, nimmst du Messer, Hand drauf, ah, man kann das hier so, kann man sehen, Hand drauf gelegt, Messer Mitte angesetzt und dann einmal vorsichtig durchgeschnitten, hast du ungefähr zwei gleichmäßige Stück.
sage ich natürlich nichts zum Abwischen. Betrug! So. So. Jetzt hast du hier deine zwei Stück Geflügelhähnchenbrust. So. Nimmst du Salz? Pfeffer. So, und ich nehme noch mein Spezial Ras el Hanout, dieses marokkanische Gewürz, was wir mal von diesem einen Gericht, beziehungsweise in diesem einen Gericht von HelloFresh benutzt haben. Ich habe mir davon ja dann nochmal so eine Mühle geholt, weil das echt ein geiles Gewürz ist, da ist ja alles Mögliche drin. Pfeffer, Zimt, Kuhbeben, Schwarzkümmel, Piment, Chili, Rose, Lavendel, Nelke, Lorbeer, Kardamom, Koriander und Makis. Das ist echt gut. Mal was anderes als immer nur dieses Standard, was weiß ich, maximal macht man ja hier in deutscher Küche nochmal so ein bisschen Paprikapulver drauf oder Curry, könnte man auch machen, so ein Curryhühnchen. Können wir auch mal machen. Aber ich nehme jetzt mal das hier. Kostet für eine Mühle, glaube ich, 8 Euro, aber die habe ich ja schon ein Weilchen. Gurke. Ja. Dann mache ich auch noch ein bisschen davon drauf. So, dann nimmst du Gabel. Damit du nicht wieder händischmüdig machst, drehst um und machst das gleiche nochmal. Salz, Pfeffer, Ras el Hanout, fertig. So, kannst du machen, wieder ein bisschen sauber machen. Mache ich aber später. So, jetzt sind wir quasi schon fertig. Ja? Jetzt haben wir hier unsere Wraps auf dem Teller. Wir haben das Fleisch gewürzt. Man kann es auch ungewürzt braten, wie ihr möchtet. Ja? Ihr könnt auch, wie gesagt, Paprikapulver nehmen. Ihr könnt ein Curryhühnchen machen, halt mit ein bisschen Salz und Curry. Ich mache jetzt halt Salz, Pfeffer und Ras el Hanout. Dann hast du hier zwei schöne Fleisch gemacht. Auch ein kleiner Tipp, wenn ihr das irgendwie schon vorbereitet oder so, wenn ihr meint jetzt hier... am frühen Vormittag, ich bereite das schon mal für den Abend vor oder so, dann packt das Fleisch nicht auf Holzteller. Holzteller nicht so gut, Bakterien, Keime, dann lieber Plastikteller oder Porzellan. Aber weil wir das jetzt ja gleich machen, ist Holzteller nicht so schlimm, verstehst du? Weil in Holz mit Feuchtigkeit und so, da sind viele Bakterien, Keime, wachsen, Fleisch gammelig, nimmst du Plastik. So, jetzt haben wir hier unseren Salat, wir haben das Fleisch und wir packen jetzt zum einen... Muss ich gucken, wie ich die Kamera jetzt, dass ich die da auf den Herd gerichtet kriege. Wir packen jetzt hier diese zwei Wraps, am besten einzeln, damit die nicht so stacken, sage ich jetzt mal, in die Mikrowelle bei, weiß ich nicht. Ich stelle die Mikrowelle, ich habe 4 Stufen, also Pipi, bisschen wärmer, heiß und Turbo Boost heiß. Ich nehme die zweithöchste Stufe und dann so 1-2 Minütchen, dass sie so ein bisschen heiß werden und anfangen zu dampfen. Dann geht das besser. Weil das Ding ist, wenn die heiß irgendwie werden, ja, dann, und wenn man die dann schnell genug verarbeitet und die dann anrollt, dann bleiben die so. Ja, dann klappen die nicht mehr auseinander, dann bleiben die so, so wie jetzt, ja, klappen sie immer auseinander. Aber wenn ihr dann teilweise, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht, das müsst ihr selber dann den richtigen Moment herausfinden, wenn ihr die halt in die Mikrowelle packt, aufheizt und dann zu lange wartet, dann werden die hart. Nee, weil wenn ihr die dann schnell genug, wenn sie noch feucht sind, verarbeitet, dann bleiben die dann hinterher so. Aber die trocknen dann sehr schnell aus und dann knicken die, brechen die durch. Jetzt sind sie schön flexibel, wabbelig. Und dann kann das sein, dass die hart werden und dann kann sie nichts mehr rollen. So, also wir packen jetzt erstmal das Fleisch herüber. Normalerweise könnte ich jetzt ja hier auf Schnittpause und dann, aber ihr wisst ja, professionell und so, bum bum, läuft einfach weiter. So. Wir packen die jetzt mal, weil ich jetzt keinen Bock habe, 2 Teller zu nehmen. Ich mache die jetzt hier so ein bisschen überschlagen, lege ich die drauf in die Mikrowelle für einen Moment. Beziehungsweise ich mache sie noch nicht an, weil wir müssen ja jetzt erstmal noch das Fleisch braten. So, dazu muss ich schnell eine Kamera. Packe Kamera. Von meinem
wieder alles weiß, das scheiß Stativ nicht mehr. Also das Stativ ist ja noch da hier, ne? Le Stativ, aber Le Kamera hat halt hier an der Kamera unten dran, ne? Kein Gewinde. So. Oh, super. Ja, hier ist der eine Stuhl, den ich hier vom Tisch aus dem Weg geräumt habe, damit ihr nicht die Lehne im Bild habt. Ja, sehr gut. So, also hier, Herd. Kann man mich noch sehen? Ach, ich kann hier der Laptop ein bisschen drehen. Der Mikrofon ein bisschen hier rum. Ein bisschen höher machen. Bratteln sehen, das ist halt ja wieder eine professionelle Scheiße hier. Ja, so geht's, dann machen wir mal härter. Ja, hier, ne, Katzengras. Behälter. Denn das Katzenfutter steht jetzt hier an diesem kleinen Wandstück, weil hier ist ja Typ. Vorher war das ja da neben dem Kühlschrank, aber das haben wir jetzt umgebaut. Das ist jetzt hier am Herd. Oh, ja, so. Hm, ja. Hätte ich ja auch schon mal den Herd ein bisschen anheizen können, wäre natürlich super Vorbereitung gewesen, aber nein. So, wir haben jetzt hier, kann ich euch mal zeigen, wie das dann aussieht. Ne? Le Fleisch. Köstlich. Miam. So, nehmen wir hier auch schon mal ein Bratgabel. Machen hier auch mal wieder ein Tuch über den Abwasch. Damit ich den nicht einsaue. So, und in der Zwischenzeit können wir ja schon mal wieder, während hier die Pfanne heiß wird, können wir ja schon mal hier den Müll weghauen. Und den Mozzarella und das Mais in den Kühlschrank stellen. Ich habe übrigens hier schon gestern mitgebracht eine neue Packung Salat, damit ich die nächsten Tage noch weiter fressen kann. So, also die Gurke hier nicht, die Paprika und die Tomaten, die können draußen bleiben, die halten sich auch draußen gut, aber Mais und Käse natürlich nicht. So, wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich, habt ihr vielleicht schon gesehen, in den Salat auch noch ein bisschen Basilikum reinmachen, so ein bisschen. Ja. Und wenn ihr ganz coole Säure bei seid, dann brettert ihr das Fleisch auch ohne Fett. Aber ich habe jetzt nur ganz bisschen Fett reingemacht. Ja. Und wie gesagt, die kleinen Wraps gibt es bei Penny. Große gibt es wohl bei Rewe und im Aldi. Ich war schon bei Aldi, habe aber keine gefunden. Freunde, mich belogen und betrogen. So. Hier, brutale Messer, die können wir schon mal hier in der Spüle packen. Hier haben wir ja unser Messerchen, unser Gäbelchen. Haben wir noch ein Messerchen dazu, den haben wir hier schon fertig. Ja, in der Zwischenzeit könnt ihr auch gerne noch mal hier das Tesserat. Also es sieht wirklich gut aus, schmeckt auch sehr gut. Könnt ihr da halt, was ihr mögt, reinschnippeln. Nicht, wenn ihr keine Tomaten mögt, lasst sie weg. Macht mehr Paprika rein oder mehr Käse, was weiß ich. Aber nicht so viel, ne? Vom Salat schrumpft der Bizeps. No. Braten. Ja, und sonst läuft, ne? Hab wieder Arbeit, heute habe ich frei. Donnerstags habe ich frei, dafür muss ich am Wochenende arbeiten. Auto ist Schrott. Wegen Zahnriemen kaputt. Motor hinüber.
Da muss man machen, drehen. Ja, aber das geht ja recht fix, deswegen schneide ich es gerne da durch, weil wenn ihr die halt am Stück lasst, dann ist sie ja doppelt so dick ungefähr, je nachdem wie ihr es durchschneidet. Dann ist das halt sehr schwer, das Ding durchzubraten, ohne dass es halt außen... Hier ist schon. So. Oh, ich habe ja noch eine Paprika hier vor. Hätte ich gar keine kaufen brauchen gestern. Ja, ja, ja. Und während des Bratens, kurz vor Ende, machst du dann in der Mikrowelle die Wraps an. Und dann geht das los. Ja, wenn ihr wieder mehr Mr. Pinkbacheine zusehen wollt, dann müsst ihr das mal in die Comments schreiben. Dann besorge ich mir eventuell auch mal wieder, wenn das Geld übrig ist, so eine Webcam, die ich auf das Stativ schrauben kann. Weil die, ja, ne, dann kann man das, ihr wisst ja, wenn die anderen Teile davor gehen, dann kann man das ja schön drehen und schwenken und alles, dann braucht man das hier nicht mit der Wackelei und Kacke, wo mache ich jetzt die Kamera drauf. Ja, aber die Kamera, weil die nicht so ein geiles Bild gemacht hat, habe ich die ja wieder zurückgeschickt. Und das Geld dann für was anderes verwendet, für Koks und so, Nutten. Aber... Ah, das eine hier ist ein bisschen dicker geworden. Ja, das ist sehr dünn, das müsste eigentlich schon fertig sein, das andere ist ein bisschen dicker. Das brauchen wir. Ihr könnt übrigens auch mal was machen, das habe ich noch nicht gemacht, aber das können wir ja vielleicht mal zusammen machen. Hähnchen geschnetzelt ist und das dann direkt in den Salat mit rein, in die Wraps. Nicht, dass man es extra hat und den Salatwrap und den, das Stückchen Fleisch, sondern beides in einem. Ginge auch. Und ihr müsst jetzt auch kein Hähnchen dazu essen. Ne? Ihr könnt euch auch einen Minutenschnitzel machen, ihr könnt euch auch eine Bratwurst machen. Bei Lidl gibt es gerade so eine Cevapcici, so eine Rindfleischhackröllchen, so richtig gut gewürzt, die schmecken richtig geil. Kann man dazu auch essen, habe ich auch schon mal gemacht. Die schmeckt sehr gut. So. Und ich muss jetzt trinken. Trinken wichtig. Ja, das kleine, dünnere hier, das ist schon durch. Aber hier sieht man am Rand noch so ein bisschen, dass der noch nicht durch ist. Und warum spritzt die Scheiße heute so? Ist ja ekelhaft. So, wir drehen mal ein bisschen die Hitze runter. Ja? Damit das etwas lang, also hier, damit das Dünne nicht noch mehr verkokelt, so ein bisschen. Ja, es ist noch nicht, aber es könnte. Und dass das halt so schön langsam jetzt gleich auch, damit es länger liegen lassen kann, in die andere Fleisch reinzieht. Das Ding ist aber, wir können trotzdem schon die Wraps machen, weil die sind ja eh kalt. Ja, der Salat ist ja kalt und die Wraps kühlen ja auch sehr schnell aus. Deswegen mache ich jetzt schon mal die Mikrowelle an. Und wie gesagt, wenn ihr das dann einzeln mal gemacht habt und man nicht, wie ich jetzt hier zu euch in die Kamera spreche, den Salat macht ihr in 2-3 Minuten, das Fleisch aufschneiden, würzen, 5 Minuten, kurz braten, 5-10 Minuten, also man ist quasi in 15-20 Minuten fertig mit der Zubereitung und ja, easy. Und wie gesagt, es ist auch nicht allzu teuer, so eine Packung Salat kostet 70, 80 Cent, eine Dose Mais, eine Mozzarella, eine Gurke, eine Paprika, ein paar Tomaten. Das sind alles nochmal ein paar Euro, aber ihr habt ja auch ein paar Tage was davon. Für eine Packung Fleisch hier mit drei Hähnchenbrüste oder was, für eine 400, 500 Gramm Packung, was kostet die? 3 Euro oder so. Ja, aber davon habt ihr ja auch mindestens 2 Tage was, also so wie ich sie jedenfalls mache. Und ja, die Wraps kosten auch 1,50, 2 Euro so eine Packung. Wie gesagt, das ist okay. In so einer Wrap-Packung sind 10 Stück drin, glaube ich. Also könnte man, wenn man jeden Tag 2 ist, 5 Tage davon essen. Wenn ihr das mit einem Salatkopf macht, statt so einer Tüte, ein Salatkopf ist nur halb so teuer wie so eine Mischpackung Salat, hält sich aber länger. Man kann dann auch so ein bisschen sparen. So, wir haben jetzt hier die Wraps fertig. Unten mal auf.
Müsst ihr aufpassen, weil Teller von unten heiß und man sieht ja vielleicht noch so ein bisschen, die blähen sich so ein bisschen auf. Ja, wenn man es hochnimmt, dann dampft es auch ordentlich. Ja. Und jetzt heißt es, ein bisschen Beeilung, solange wie die noch heiß sind. So, jetzt muss ich schnell die Kamera wieder umwursteln. Dann könnt ihr sehen, Tisch, sehr gut. Nehmen wir erstmal ein. Wir machen jetzt hier. Ja, die sind sehr klein, das ist ein bisschen doof. Ich nehme lieber die größeren. Ja, aber wir nehmen jetzt mal die kleinen, machen da ein bisschen Salat drauf. So, in der Mitte. In der Mitte platziert länglich. Dann nehmen eine Seite. Nehmen andere Seite, so ein bisschen drücken, jetzt ein bisschen viel Salat, ein bisschen rumziehen. Hingelegt. Fertig. Ihr kriegt das dann, ich mache das jetzt hier auf die Schnelle, damit die, ne? Ihr kriegt das später besser hin. Wieder ein bisschen Salat. Was ich auch noch als Tipp geben kann manchmal, mache ich das auch. Na, wie ihr seht, ein bisschen bleibt über, das könnt ihr dann so essen. Also richtig gut kommt, wenn ihr so ein bisschen von dem Bratensaft hier mit rein gibt. Sehr köstlich. Ne? Dann sind die so schön geworden, die Dinger. Aber macht nichts. Dann wollen wir jetzt trotzdem mal unsere Salatwraps. Mit den großen geht das besser, aber ich habe wie gesagt gestern so die kleinen geholt. Salat essen. So. Mittlerweile müsste das Fleisch durch sein. Ich packe das jetzt mal drauf, ohne dass ihr das hier, ne, ihr wisst schon. Ja. Dann habt ihr jetzt hier unfassbar sexy angerichtet, zwei leckere Naturhähnchenbrüste mit einem Salatwrap. Natürlich könnt ihr noch Ketchup oder Kräuterbutter nehmen. Und ich sage guten Appetit, ich schneide mal an. Ja, die sind jetzt hier langsam, werden die so ein bisschen fest. Bei denen dauert es wohl etwas länger als bei den großen, die trocknen schneller aus. Lässt sich ein bisschen schwierig schneiden und essen, die Kacke. Aber egal. Es schmeckt gut. Ich schneide den mal an, guck, ob das durch ist. Ja. Die ist durch. Lecker. Noch schön saftig auch. Also man kann das ja auch frisch trocken durchbraten. Putenfleisch ist da ein bisschen. Naja, nicht schlimmer, aber ihr wisst, Putenfleisch ist sehr viel trockener. Schneller trocken. Wie gesagt, ich mag die kleinen Wraps eigentlich nicht so. Ich müsste halt hier so ein bisschen reinstecken. Das fällt und klappt alles auseinander, weil ich es gerade hier nicht so schön gemacht habe. Vielleicht auch ein bisschen zu viel Salat immer reinmachen. Ja, müsst ihr hier so ein bisschen aufpassen. Aber normalerweise mache ich es immer so, ne? Ein Stück Fleisch pro Wrap. Oder wenn ich die großen habe, ein halbes Wrap pro Fleisch.
Also so esse ich das immer so. Ne? Aber die lachen doch nicht so auf dem Balkon. Und raucht! Schlecht. Ja, die Kleinen, ich habe zu viel Rauch reingemacht, der klappt hier schon auseinander. Und die werden gar nicht hart, verdammt! Egal. Ihr könnt auch einfach den Salat machen und den Wrap oben drauflegen. Ne? Scheiße, die fällt auseinander. Aber es schmeckt gut. So. Wie gesagt, in die Comments bitte, wollt ihr wieder mehr davon sehen? Dann müssen wir wieder eine andere Kamera besorgen. Ein paar Rezeptvorschläge, einfache Sachen, schwere Sachen, komplizierte Sachen. Wir können auch mal einen Kuchen backen. Ich werde jetzt auf Pause drücken, auf Beendung. Wie gesagt, das geht in der Regel. Wir haben jetzt wieder 36 Minuten. Ja, wenn ihr das normal macht, ohne diese ganzen Pausen, ohne Video und bla, dann seid ihr nach 20 Minuten hier, wo ich jetzt nach 35 bin. Dann wisst ihr Bescheid, Schätzelein. Klopft euch rein. Ich hoffe auf ein paar nette Feedback-Kommentare. Tschüss.